So, es geht weiter mit dieser Kackspinne, die da mich verfolgt. Hallo? Ach Mann, diese Kacke. So. Ja, der Plan ist auf jeden Fall. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass diese Kackspinne da jetzt weg ist. Kann der Gewöhnliche das Zahnrad essen? Nein. Es war. Will die mich eigentlich verarschen? Wenn ich jetzt wieder nach unten, dann ist die Scheißspinne bestimmt immer noch da. Ja, sei halt auf mich fokussiert, du hässliches Kackding. Ey, das ist doch. Ich komme hier nicht mehr. Ich hänge hier seit 2 Minuten am Anfang dieses Parts fest. Es sind auch noch 2 von den Dingern. Na, ganz toll. Ja, und du läufst natürlich genau zu mir hin, obwohl du links und rechts die ganze Zeit hin und her. Das ergibt doch alles gar keinen Sinn mehr. In diesem Kack-Level. Was soll ich denn machen? Ich komme hier nicht mehr weg. Weil diese Kackspinne sich denkt. Ja. Den habe ich jetzt. Das ganze Spiel über und das ganze Level über nur noch im Visier. Es ist mir scheißegal, wo er hingeht. Ich verfolge den. Das sind fucking Roboter, die kein eigenes Denken drauf haben sollten. Was zum... Warum wartet die denn da wie blöd? Das ergibt auf jeden Fall keinen Sinn. Die wartet jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag da unten. Was zum...
Die ist jetzt da unten, macht sich ein tolles Leben. Und ich hänge hier oben fest wegen der. Ach, jetzt ist sie doch mal weg. So, den versuche ich auf jeden Fall auszuschalten. So. Was haben wir denn hier hinter? So, hier kann ich Licht am. Machen wir mal ein extra Safe. Hier geht's irgendwie nach unten. Was zum. Was ist das hier alles? Ach du Heilige. Wie riesig ist diese Map denn bitte? Ja. Da müsste ich nach oben. Da ist so ein Sendequark. Geräusche geortet. Ich habe Ach du Heilige! Also, bei aller Liebe, ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt noch schaffen soll. Also, man muss doch das Level dafür vorher schon mal gespielt haben, damit man weiß, wo hier was ist, wo man am besten irgendwelche Dinge verwenden kann. Ansonsten kann man das doch gar nicht schaffen. Und hier unten sind wohl zwei Stück. Soll das heißen, oder wie? Schauen wir doch mal. So weit unten. Ich bin Werkstatt. Zutritt nur für Novizen verboten. Aha. Ich habe keine Ahnung. Jetzt bin ich irgendwo hier hinten. Hier könnte ich nach oben. Oder auch nicht, doch. Eine Sprungfeder? Ich habe absolut keine Ahnung, was hier jetzt noch Phase ist. W-
Was soll ich denn mit so einer Sprungfeder? Wenn es einen extra Weg zu sowas hingibt. Nochmal. Muss das auch irgendeinen Sinn haben, oder? Ne, ich bin auf der anderen Seite. Und hier ist Leuchtstab. Jetzt habe ich den ganzen Raum dunkel gemacht. Das ist schon mal wichtig, würde ich behaupten. Damit ich da drin dann irgendwas machen kann. Ich habe trotzdem absolut keine Ahnung. Ist hier noch irgendwas? Von der Theorie hätte ich gesagt, hier müssten zwei von diesen Signaltürmen sein. Ist mir egal, wenn du mich jetzt siehst. Wir schauen, was hier unten noch ist. Wie gut die immer treffen, das ist unglaublich. Ach so, habe ich nicht gespeichert, wie ich oben war? Wahrscheinlich auf dem extra Safe. Ach, da hinten ist ein Signalturm. Aber wie ich da hinkomme, weiß ich tatsächlich nicht. Weil die Plattform nicht da ist. Es ist. Ach, ich habe den falschen Safe geladen. Wenn ich noch Wasserpfeile wie blöd hätte, könnte ich vielleicht was ausrichten, aber... Das tue ich ja nicht. Boah, ich bin überfordert mit dem Level. Jetzt. Efeu-Pfeil. Ja, hier ist zweimal... Das wären genau 2, 4, 6, 7. Aber... Ich hab keine Ahnung. Das Level überfordert mich. Warum sollte ich da denn hochklettern? Dieses Kackgedöns hier hinten noch, ey, das... Ich weiß, dass ihr ein Ungläubiger seid, Garrett. Doch ihr seid klug genug zu erkennen, dass vieles, was ihr seht, das Werk der Mechaniker ist. Euer Metallauge zum Beispiel. Ich gab euch das Auge in der Hoffnung, ihr würdet euch... Doch ich hab mich gedacht. Ihr seid mir immer wieder...
Ja, hier ist es dunkel, aber ich sehe genauso wenig wie hier. Nee. Komme ich jetzt hier einmal mit außen rum? Nee. Ich hab hier keinen Überblick. Ja, ich... Hä, ich check den ganzen Kram hier nicht mehr. Überall sind Plattformen, wo ich nicht nach oben komme. Und 5000 Roboter, das ist... Das Level mag ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich bräuchte unendlich Wasserpfeile, um hier annähernd vernünftig durchzukommen. Das macht keinen Spaß mehr. Man könnte irgendwie versuchen, in Stealth da durchzukommen, aber man muss dieses fucking Riesengebiet abgrasen und dann noch Sachen da finden und man muss sich dann wieder zurückstealthen und... Ah, das ist einfach nur scheiße. Ja, es ist... Mann... Ich habe tatsächlich den besten Part des Spiels gespielt, bevor ich die Zwangspause hatte. Meiner Meinung nach. Also die eine Mission, die ich dann noch gemacht habe mit dem Anwesen Teil 1, die zweite, nee, weil es einfach nochmal das gleiche Level war mit ein paar mehr Leuten und 1000 abgeschlossenen Türen. Und das hier, nee. Das Level macht einfach keinen Spaß. Och Mann. Ich dachte, ich kriege den Quark jetzt recht schnell durch mit diesen Sendern und dann ist das so ein Riesengebiet mit 5 Milliarden Robotern und allem, ey. Und dann muss ich auch noch Wege finden, um da oben irgendwie überhaupt hinzukommen. Das ist einfach nur Blödsinn. Ach Mann. Ich habe gar nichts geschafft in diesem Part. Nichts. Bis jetzt. Es ist auch einfach nur Bullshit, dieses ganze Level. Erstmal muss man 5000 Milli...
die gleichen Sachen ablaufen in Häkchen, damit man so einen komischen Sender bastelt. Das hätte doch gereicht. Nein, man muss noch so komische Signaltürme da. Das hat mir echt den Spaß von dem Spiel genommen. Wenn ich jetzt das Spiel nur anhand dieses Levels bewerten würde, wäre das für mich eine 1 von 10. So schlimm finde ich dieses Level. Also es liegt noch nicht mal an Experte, sondern allgemein. Wenn man nicht Experte hätte, hätte man ein paar Türme weniger machen müssen wahrscheinlich. Ob das jetzt der krasse Unterschied gewesen wäre? Ja. Oh Mann. Ja. Wenn die Aufgabe erledigt haben, fliehen sie. Ja, dafür müsste man diesen Kack erstmal überhaupt schaffen können. Aber meines Erachtens nach kann man das wohl nicht schaffen. Was? Was haben die denn für einen Aimbot? Holy shit. Ja, fick die Henne. Oh Mann, ey. Größtes Dreckslevel auf Erden. Ich habe mich wirklich gefreut, dieses Spiel durchzuspielen. Aber nein, wegen so einem Kack hänge ich jetzt hier Ewigkeiten am letzten Level. Ja, wow! Du mit deinem fucking Aimbot! Ich will jetzt nur wissen, ob dann dieser Fahrstuhl runterkommt. Nein, tut er nicht. Ach, da ist so... Oh, Arschlecken, ey. Das ist ja noch größerer Blödsinn als angenommen. Ach, Mann. Oh. Ich muss die beiden Tore aufmachen, damit ich da hinten... Damit ich überhaupt wieder zurückkomme. Wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich diese Tore aufmache. Boah. Ist das eine Wichse? Dann hätte ich diesen Turm da schon mal weg. Ja, jetzt habe ich gespeichert, als er mich gehört hat. Kacke.
Nein, nein. Achso, das ist nur so eine Wand. Oh Mann, geh weg! Scheiß... Oh. Ach ja, hier komme ich in diesen... Ich krieg ein zu viel. Ja, Mann. Es ist einfach nur Blödsinn. Oh Mann. Jetzt brauche ich 50 Parts, um diese Kacke zu schaffen. Es ist... Das ist kein gutes Level-Design. Also, vom Aufbau okay, aber dann 5000 Roboter da, 5000 hier. Ja, hier hast du ein paar Wasserpfeile, versuch gegen eine Horde von Robotern irgendwie dich durchzuschleichen. Ja, im Leben nicht. Im Leben nicht. Alter, warum? Warum fällt er da runter und klettert nicht hoch, Mann, ey? Ich schlag hier gleich alles kurz und klein, ey. Das ist so ein Kack, dieses Level. Dieses eine Level hat mir das ganze Spiel versaut. Das ist unglaublich. Es gab da noch dieses andere Level mit ganz vielen Robotern. Das hat mich auch schon angenervt. Aber das war noch okay. Aber das ist einfach nur Blödsinn. Blödsinn. Galore. Ja, fick dich doch in Knie, Mann. Wenn ich für jeden Sender jetzt 30 Minuten brauche. Oder länger. Dann brauche ich noch 3 Stunden, um dieses Level abzuschließen. Hey, du Kackvieh!
So. Wie kam ich da jetzt nochmal hin? Wo bin ich hingekommen? Über den Weg oder was? Die hocken eh alle jetzt gerade da hinten. Ist mir egal, ich will das in diesem Part noch schon. Und da ist auch noch einer. Und das Ding fährt ja mal so langsam nach oben. Das ist ja... Puh. Das war Nummer 2. Von 7. Von fucking 7. Aber hier an diesem paar Punkt geht es beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, ich bin MK Indiana Jones.